Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Und ihr seht schon, ein schauerhaftes Bild widmet sich uns. Geralt in einem Massenvernichtungslager, Schlachtungslager. Und wir haben in der letzten Episode noch kurzerhand den verkackten Verschlinger gesehen. Den muss einfach wieder ausweichen. Denn wenn man die mal angegriffen hat und dann wird man sein Wunder leben, dann. Wieso vorlangsens gestorben ist, das ist mir ein Rätsel. Das bringt ja was gar nichts hier bei unserem Schwert hier. So, das wär's dann. Und natürlich ist es das hier. So finde. Da. Da ist was. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Na dann, tolle Wurst. Nicht. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Wieder in der Höhle. Boah. Zweigeteilt. Zweigeteilt. Ja, haben wir gesehen. Sind wir hier gekommen, ich Doofkopf, oder wie? Nein. Ah, der doof. Irgendwie nicht. Finde ich sehr schön. Sind von hier gekommen, ich Doofkopf. Bin wirklich doof. Da blinkt wieder was. Gehen da wieder Schritte. Weg. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Nicht nur der Riese. Das sind auch kleine Schritte. Boah, jetzt wieder zurückgelaufen bin. Das ist so kacke. Aber wir sind ja auch mutig daran und wir widmen ja auch den Weg. So ist er nicht. Aber mit Umwegen. Die ganze Welt und dann wieder zurück nach A, also von A zu Z oder wieder zu B. Ganz skurrile Wegbeschreibungen, die wir hier ablaufen. Aber ich bin's mir gewohnt und ihr hoffentlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten werdet ihr nicht hier und da und tralala. Tral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 a. Ich hoffe nur, der Weg hier wird nicht allzu lange dauern. Weil auf die Dauer hier die ganze Zeit zu verfolgen, ist schon doof. Ach, weiterlaufen ist schon doof, nehme ich mal an. Aber na gut. Der Quest ist auch super. Wir müssen aber jemanden finden und da sehe ich schon wieder.
Du, komm mal her. Der Riese kam den Berg runter, stürzte ins Dorf und hat das Tor von innen eingetreten. Von da will ich nicht runterkommen. Das ist... Ja, Hjalmar. Oh. Hat aber eine richtig lange Wegstrecke zurückgelegt. Fola, ich dachte, du wärst tot. Was ist passiert? Wo warst du? Du hättest auf mich hören und Egnar nicht mitnehmen sollen. Aber du hörst ja auf niemanden. Weißt du, was er getan hat? Hat das Horn Walhorn gestohlen und die Mannschaft in Gefahr gebracht. Bin ihm gefolgt. Alleine? Du hättest mich wecken sollen. Ich hätte auf dich gehört, aber stattdessen... Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, er ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Na gut, wenn das so einfach ist, dann... Wohin? 100 Fuß. Kein herumgetrödelt. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Hui. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Haben wir gesehen, vor zwei Episoden. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun. Der war ziemlich, ziemlich groß. Wieso? Jetzt kommt wieder das Glühlicht von Folan, das automatische. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Hören? Geht es nicht einfacher? Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Finde einen Weg ins Lager. Haben wir gefunden. Achso, Na gut, dann nehmen wir den Weg hier. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Riesen? Mögen es kalt? Ist es so? Riesen mögen es kalt? Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte! Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Wir hätten zu viert einen Vorsprung. Wir geben ihm eine Chance. Wir sollten ihn befreien. Der Riese ist groß und gefährlich. Wir könnten eine Extraklinge gut gebrauchen. Genau. Auch wenn sie von einem Verrückten geschwungen wird? Das hab ich gehört, Angret. Lass mich sofort raus. Warte hier. Ich suche den Schlüssel. Meide Schnee.
Ich hab doch nicht mal Schnee. Freunde, kommt mal her. Null von R, Eis oder was? Ich will nicht überspringen. Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Ich hab ja. Ist nicht deine Schuld. Oh, ich hab... Vigi wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt, der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Ich wollte die Sequenz nicht überspringen, aber ich habe so viel mal auf X gedrückt, dass ich ihn verkloppen kann, dass ich das auch gerade gemacht habe. Vielen Klingt Dank. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Aber wir können uns nicht mal... Ach so. Na dann. Tut mir leid, ich wollte mich ein bisschen umsehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns dann gleich auf den Weg machen. Arzgellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester? Aber sie ist... Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalric helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres. Ah, Hexer. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Weiß ich noch nicht. Dein Vater hat mich darum gebeten, aber... Was, wenn ich ihr helfe, sie gewinnt und dann zur Königin der Skelligen gekrönt wird? Du hast mir auch geholfen. Dann stehen die Chancen gleich und den Rest entscheiden die Götter. Ich dachte, du würdest ihnen nicht blind vertrauen. Ich will ihnen noch eine Chance geben. Mach's gut, Hexer. Leb wohl, Ankret. Na wohl? Hat gemeißelt. Und wo ist denn die wieder hingegangen? Das ist die ganze Sache hier. Warte mal, kurz Inventar. Ist das wieder Nebenquest oder was? Lobbygran, du nicht mal ein Gewinn. Nee, keine Hexer. Es ist doch so ein. Wegen machen sie Insel weiter von unten gegen die wilde Jagd zu sammeln. Aber wir haben ja eine Quest aktiviert. Die Frage nur, wo ist das Ding? Ich habe ehrlich gesagt wieder keine Ahnung, was es ist. Slorwacken, Chalala hier oben, Hafen von Uriala. Ja, kennen wir alles. Natürlich kennen wir alles. Larvik, da waren wir noch. Ja, genau. Ja, meine Freunde, thank you. Fürs Erste, wer ist es gewesen? Wir sehen uns in der nächsten Episode. Da suche ich kurz ein bisschen nach, wo das alles ist mit Ulbrichs Rätselaffen Ursin Sulfin. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und hoffentlich ein bisschen Schnee. Tschüss, das war's.